Sollte es ja nicht so sein. Ja. Finden aber echt partout keinen. Ich bin entsetzt, enttäuscht, verwirrt und traurig zugleich. Nein, wir finden nichts, dann geht's halt hier weiter, ist auch egal. Schaufel auspacken, Spitzhacke auspacken, so. Lalalala. Ich frage mich auch, warum Weihnachtsmusik im Hintergrund läuft, aber pff, das fällt mir jetzt, glaube ich, nach einer Minute Spielzeit auf oder so. Egal, passt schon. So, dann hier ein bisschen Kohle abernten. Kohle ist immer gut. Im richtigen Leben und auch in dem Leben, bloß im richtigen Leben ist es dann doch eher so die sprichwörtliche Kohle, die immer gut ist. Hier haben wir noch ein bisschen Eisen und Kohle, auch Eisen kann man gut gebrauchen momentan. Ich weiß gar nicht, ob es verboten ist noch. Es war ja mal 8 ab S-Web erlaubt, dass man sich einen Beacon aufs Grundstück setzen kann. Ich hatte ja dank meiner oh, jetzt habe ich kein Fly, glaube ich. Dank meiner letzten Let's Play Vorteils hatte ich natürlich ja trotzdem einstehen. So. Hallöchen. Ist hier unten wer? Ein einsamer Diamant zum Beispiel. Ich sehe gerade, ich nähere mich anderen Grabungsorten. Könnte vielleicht sein, dass sogar meine eigenen sind. Ich kann das nicht sagen. Ah, das ist die Doppelschiene. Ja, das könnte meine eigene sein. Wir haben was anderes gefunden. Gold. Auch nicht häufig diese Tage gesehen. So, da ist nichts. Da ist nichts. Da ist nichts. Dann haben wir da auch eine Runde nichts. Und was haben wir hier so? Ach, nichts. Das ist selten hier. Was war das? Auch nichts. Ist einfach so eine Menge nichts, dass ich gar nicht mehr weiß, wie etwas aussah. Ja, dann graben wir durch hier. Ah, guck mal hier. Redstone, Redstone. Ja, das muss sich lohnen. Spannend. Moment, da müssen wir mal ganz kurz eine spannende Fackel aufsetzen. Weil wir mit diesem spannenden Kies hier, das ist also Nervenkitzel pur. Ich weiß gar nicht mehr, worüber ich reden soll. Das habe ich heute in der Zeitung gelesen. Ja, genau, das mit dem, ja, Amerika halt, ne? Kleines dreijähriges Kind schießt Mutter und Vater mit einem Schuss an. Weil es in der Tasche, das muss man sich eigentlich mal bildlich vorstellen, das Kind sucht in der Tasche seines Vaters nach einem iPod oder seiner Mutter, ich habe mich jetzt nicht ganz so gelesen, sucht nach einem iPod, findet eine geladene Waffe, zieht damit durch den... Oh! Oh! Shit happens, würde ich sagen. Zieht damit durch das Gesäß seines Vaters in die Schulter der Mutter, natürlich eher ungewollt, aber egal. Zielt damit in das Gesäß seiner Mutter. Nein, durch das Gesäß seines Vaters in die Schulter seiner Mutter. Die Mutter war in irgendeinem langen, also irgendwie 8 oder 9. Monat war die schwanger. Ist natürlich super. Die Eltern liegen jetzt im Krankenhaus beide. Das Kind, ja, keine Ahnung, was das Kind machen soll. Das Kind kann ja nichts dafür. Ne? Ich meine, wenn du als Dreijähriger eine Waffe in die Hand nimmst, denkst du dir auch so, oh, Gucci, 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 boom, tot. Weißt du, so ungefähr. Ist vielleicht nicht ganz, aber... Ja,
Gegen die Eltern wird es natürlich wegen fahrlässiger... Wie nennt man das? Wird natürlich wegen Fahrlässigkeit, schlechter Kindererziehung, wie auch immer. Gibt's den Fachbegriff dafür, weiß ich jetzt leider nicht, welcher das ist, wie der heißt. Kann ich jetzt euch also so leider nicht sagen. Ich weiß nur, dass es der Fachbegriff für dunkel ist, düster. Und ja, das war's hier gerade. Man sieht, was ich da gerade gegraben habe. Uiuiui. Ich frage mich, ob die Diamanten vielleicht rausgenommen wurden aus der Mine. Ich kann natürlich jetzt auch einfach Pech haben und ich finde keine, aber wir haben ja jetzt doch echt schon eine Menge Gänge gegraben und es würde mich echt... Das ist genau der Moment, wo ich überrede, ist da Diamant, ne? Es würde mich jetzt schon echt wundern, wenn jetzt auf einmal... Quatsch, wenn... Weiß nicht. Ich frag mal, kann es sein, dass in Slash Warp Mine keine Dias sind? Oder hab ich einfach nur Pech? Kein Shift bitte. Alles klar. Muss ja im LP passieren. Dell Home Name ist also zum Löschen. Bin AFK essen. Komm. Guten Appetit. Kann man gerne mal wünschen hier, auch im Let's Play. Die freundlichsten Appetitwünsche. Das sind schon wieder Gänge jetzt, ne? Und Lava. Und zudem donnert es gerade und die Musik ist wieder zum Einschlafen eigentlich. Etwas weiter weg vom Spawn ist natürlich auch gut, wir sind ja am Ende der Welt. So. Aber ich muss sagen, es ist eine... Ich mache noch einen weiter. Noch einen weiter. Das ist zwar schöne Musik gewesen, aber ich brauche jetzt gerade etwas Spannendes, Erfrischendes. Ist natürlich... Okay, jetzt muss ich an der Stelle mir mal den Home setzen. Set Home... Home 3. Home, Home. So. Ist natürlich... was wollte ich gerade sagen? Ich fange mal an und dann vergesse ich, was ich sagen wollte. Stopp. Achso, ja genau. Ist natürlich eine geile Aktion jetzt, dass man... Ich bin gerade am Überlegen, also sorry, wenn ich gerade nicht rede, ich habe gerade einen Gedanken gehabt und habe den nicht wirklich fortsetzen können. So, wo war ich? Also das ist natürlich eine geile Idee jetzt eigentlich. Man hat jetzt natürlich die Mine und da gab es ja früher mal das Problem, ja, ich bin in der Mine nicht mehr und ihr müsst die Mine resetten. Und dann haben die Admins gesagt, nein, wir sind gerade durchgeflogen, haben wir mit dem X-Ray, mit dem X-Ray mal durchgeschaut, da ist keine Mine, da ist noch genug, sind noch genug Rohstoffe, meine ich. Dann haben die gesagt, nee, finde nichts mehr und da ist nichts mehr. Es war natürlich immer ein Streitproblem und es ist natürlich jetzt ziemlich geil, muss ich gestehen, dass das eigentlich nicht mehr passieren kann. Dass das jetzt eigentlich nicht mehr passieren kann, weil jetzt kommt die Kohle und so, kann jetzt auch hier rein,
Wenn er jetzt die Kohle... Obwohl, ne. Ne, heb ich mir auf. So. Weil, ganz ehrlich, also... Wenn jetzt die Mine alle sein sollte, dann kann man jetzt in die Warp Stein reingehen und kann da weiter farmen, ohne sich beschweren zu müssen, da ist nichts mehr. Und das ist eigentlich ziemlich geil. Also da, ich weiß nicht, ob die Leute selbst schon auf die Idee gekommen sind. Die Mieze und so vielleicht. Ich weiß jetzt nicht, wer die neue Mine in Kraft gesetzt hat wieder. Aber wenn sie auf die Idee gekommen sein sollten, dann sollten sie auf die Idee gekommen sein. Das ergibt jetzt Sinn, weil ich es gesagt habe. Wir haben jetzt mittlerweile wieder so viel Eisen schon wieder. Wir können uns jetzt schön leisten, uns ein paar Eisenspitzhacken zu machen. Home 3. Sehr schön. Ich weiß, wir wollten auch noch bauen. Ich bin so stark, ich will jetzt endlich einen Diamanten finden. Du musst doch mindestens einen Diamanten finden. Kommt jetzt, seid mal nicht so zu mir. Finde hier Redstone und den ganzen Stuff ohne Ende. Bringt mir aber überhaupt nichts. Behutsamkeit habe ich auch verloren. Also jetzt, ich muss dann die Silk-Touch-Hacke mitnehmen. Auf Deutsch Behutsamkeit. Ich weiß nicht, warum ich das auf Englisch gesagt habe gerade. Wahrscheinlich, weil ich cool klingen wollte. Oh ja, so cool klingen. Wir müssen die ja mitnehmen dann, weil sonst können wir den Diamanten ja nicht abbauen. Hahaha. Der größte Fail wärst natürlich, du buddelst dich hier durch, findest die Diamanten, portest dich weg nach Hause, holst diese Hacke und dann siehst du, wenn du wiederkommst, einfach nur ein Typen, der gerade deinen Diamanten abernte und denkst dir nur so, okay, thanks. Das wäre jetzt natürlich der epische Troll. Was nicht heißen soll, dass ich das jetzt gern so hätte, liebes Spiel. Was sind das für komische Punkte auf der Map? Es ist Lapis, natürlich, wer hätte es gedacht. Ich dachte gerade schon, oh mein Gott, aber nein. Es ist leider nur läppisches. Ich troll dich noch einmal um die Ecke durch die Wand. Lapis Lazuli. Tada. Gemein fände ich's, wenn Honeyball, das fände ich ja mega cool, wenn Honeyball was Texturen packt. Von läppisches Lazuli und von Diamanten gleich gestalten würde. Und wenn du das dann findest, weißt du immer nicht, ist das jetzt wirklich läppisches Lazuli? Oder sind das Diamanten? Das wäre natürlich der übelste Troll, der gesagt, oh ja, Diamanten. Guckst du im Inventar, läppisches Lazuli. Nein. Das wäre natürlich cool. Hier wird sich dieses Let's Play natürlich nie anschauen, aber... wäre cool. Und keine Unendlichkeit in der Bank verkauft. Ich habe jetzt überlegt, ob ich eine Witzreise mit... Wie sollte man die auch einlagern? Oh mein Gott. Home 3. Okay. Ganz ruhig. Beruhige dich. Alles wird gut. Wo ist mein? Da ist mein Zimmer. Behutsamkeit. Slash. Home 3. Oh mein Gott. Wir haben endlich Diamanten gefunden. Stück. So, da grabe ich noch mal ganz kurz mit der Hacke so durch und dann gehen wir auch raus hier. Das ist natürlich ein übelster Zufall, wenn ich gleich nochmal welche finden würde, aber ich glaube es eher weniger. Jetzt ist gerade so ein Spaßding. Ich kann einfach nicht aufhören. Ich bin natürlich angestachelt und denke mir so, oh, Diamante, das klingt noch mehr, aber das glaube ich eher weniger. Ich muss auch aufpassen, dass die Hacke nicht kaputt geht. Home. Gut. Da haben wir ja zumindest noch
hier gefunden. 10. Jetzt kommt ich hier. Das Eis kommt auch nicht hier rein. Der Rest kommt hier rein, weil den müssen wir auch noch verklöppeln. Dann kommt diese Erze natürlich unten rein, damit der Vendetta sich auch wenden kann, ja, deutsch nicht mehr. Bedienen kann. Okay, Holzgegenstände kommen da unten rein. Dann müssen wir jetzt mal ganz kurz. Also. Und die lasse ich mal, weil die gehen eigentlich ganz cool. Aber die Spitzhacken und so kann jetzt mal alles weg. Was. Vendetta weiß, ich weiß ja nicht, wie Vendetta das Vendetta spielen soll. Ich lasse das mal drin. Okay. Fly. Dann. Kann mir wer Bücher verkaufen, Fragezeichen. Oh. Kann mir wer eine Gia-Hacke verkaufen, Fragezeichen. Okay. Viel willst du haben, Fragezeichen. Hier müssen wir natürlich jetzt, warte mal, hier muss das natürlich weg. Ich glaube, die kostet 3 Kristalle. Spitzhacke für Stein. Slash TBA.